Ein Forschungsteam aus den USA meldet einen entscheidenden Durchbruch beim Bau künstlicher Muskeln aus Kunststoff, Pflanzenöl und Elektroden. Künstliche Muskeln herzustellen ist eine der größten Herausforderungen beim Roboterbau, denn in Zukunft sollen Roboter für viele Anwendungen flexibel sein und eben aus diesem Grund hauptsächlich aus weichen Materialien bestehen. Wie funktionieren diese künstlichen Muskeln? Was können sie wirklich und in welchen Bereichen können sie eingesetzt werden? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Mit künstlichen Muskeln könnte man nicht nur körperähnliche Prothesen bauen, sondern sie dienen auch als Grundlage für die sogenannten Soft Robots. Damit sind Roboter gemeint, die aus weichen Materialien bestehen und so zahlreiche besondere Aufgaben erfüllen könnten. Beispielsweise wäre es ihnen aufgrund ihrer Flexibilität möglich, bei Rettungsaktionen durch Geröll und Schutt zu den Verschütteten zu kommen, geschmeidig wie ein Oktopus. Eine Entwicklung genau solcher künstlicher Muskeln, also für Soft Robots, ist jetzt einem Forschungsteam aus den USA gelungen und die Wissenschaftscommunity bezeichnet das als echten Durchbruch. Die hydraulisch verstärkten, selbstheilenden, elektrostatischen, künstlichen Muskeln bestehen aus Elektroden, Kunststoff und Pflanzenöl, konkret aus elastischen Kunststoffen, die wieder in ihre ursprüngliche Form zurückfinden, auch Elastomere genannt. Andere wiederum aus flexiblen, dünnen Polymer-Plastikfolien, die mit isolierenden Flüssigkeiten gefüllt sind, wie etwa Pflanzenöl. So entsteht ein hydraulisches Element, beschichtet mit Gel, das sehr dehnbar ist und elektrische Ladungen leitet. Dazu einer der beteiligten Forscher, Christoph Kepplinger. Setzt man das Ganze unter Spannung, baut sich ein elektrisches Feld auf, das die verschiedenen Schichten durchdringt und eine elektrostatische Kraft auf die Flüssigkeit ausübt. So wird die Hülle verformt und es entstehen Bewegungen, die sehr unseren Muskelbewegungen ähneln. Bezüglich der Energieeffizienz und der Geschwindigkeit der Kontraktion, also hier so zusammenziehen, übertreffen sie aber sogar biologische Muskeln oder sind zumindest mit ihnen auf einem Level. Und sie können schon echt viel. Die künstlichen Muskeln sind in der Lage, weiche Gegenstände wie etwa rohe Eier vorsichtig anzuheben. Genauso gut können sie aber auch mehrere Kilogramm in die Luft stemmen oder sehr, sehr schnelle Bewegungen ausführen. Selbst wenn elektrische Durchschläge passieren, also wenn irgendwas hier im kurzen, wenn es den gibt, ist diesem im Vergleich zu den bisherigen entwickelten künstlichen Muskeln kein Drama, denn die isolierenden Flüssigkeiten verteilen sich danach neu und heilen sich selbst. Der nächste Schritt soll sein, dass dies auch auf der Außenfläche möglich wird, dass sich also auch die Außenfolien nach Kratzern oder ähnlichem selbst reparieren. Ein weiterer Pluspunkt, die Herstellungsverfahren und benötigten Materialien sind easy und preiswert herzustellen. Die Erzeugung der Elemente kostet nur etwa 10 Cent. Erst Ende letzten Jahres hatten amerikanische Kolleginnen und Kollegen einen künstlichen Muskel mit Superkräften entwickelt. Nach Angaben des Forschungsteams des MIT und der Harvard University könne er das 1000-fache seines eigenen Gewichts heben und auch er sei preisgünstig in der Herstellung, nicht mehr als einen Dollar sei hier zu kalkulieren. Dieser Muskel ist allerdings anders aufgebaut. Er besteht aus einer Kammer mit einem inneren Skelett aus Kunststoff und die Art und Weise, wie die Kammer gefaltet wird, entscheidet darüber, welche Bewegungen der Muskel ausführt. Denn das Skelett befindet sich in einer Kammer gefüllt mit einer Flüssigkeit oder Luft. Die wird herausgepumpt, sodass ein Unterdruck entsteht. So wird die Bewegung hervorgerufen. So sind diese Muskeln extrem leicht, zudem aber sehr stark und vielseitig einsetzbar. Ein 2,6 Gramm schwerer Muskel könne 3 Kilogramm anheben. Das verglichen die Wissenschaftler und Wissenschaftler mit einer Ente, die ein Auto stemmt. Durch diese Erkenntnisse erhoffen sich die Forschungsteams, fast jeden Roboter für jede Aufgabe konstruieren zu können. Die Roboter der Zukunft bestehen also nicht mehr aus Blech, sondern können ihre Gestalt verändern und sind biegsam. Und ihr könnt es euch denken, diese Eigenschaften lassen sie so vielfältige Aufgaben übernehmen. Soft Robots können aber nicht nur Pakete im Lager packen, sondern eben auch aus kleinsten Teilen einen Kugelschreiber zusammensetzen. Ihre Hände sind weich und rau und das ermöglicht ihnen sowohl eine Tomate ganz vorsichtig als auch eine rutschige Plastikverpackung entsprechend zu packen. Ob das wieder ein Schritt zur technologischen Singularität ist, also dem Zeitpunkt, an dem die Technologie den Menschen überholt? Ja, ob es diesen Zeitpunkt je geben wird und ob er je erreicht wird, hier bei Klicksum bleiben wir dran. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann verpasst ihr kein Video, was passieren würde, wenn ihr euch hier auf die Abo-Box verlassen würdet. Und zudem, über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt dafür. Hier klicken, aber nicht die.
genau die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit einem weiteren Video über sensationelle Entwicklungen in der Robotik. Bis dann, bleibt dran!